Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ey, ich weiß echt nicht, wieso ich immer diesen aufstößenden Dinger auch habe. Egal. Ja, bei mir ist heute. Ist das eine Spinne? Oh Gott, nein, zum Glück. Das ist eine Flusel. Ja, bei mir ist Montag, der 18. Januar. Und. Also ich weiß, du sagst immer, du kommst nicht durch ein Schlüsselloch raus. Aber du bist jetzt auch kein Elefant und musst die ganze Tür aufreißen. Weiß ich, dass du Trash? Ja, ist ja egal, aber auch trotzdem, wenn du nicht... Da ist jetzt weder ein Korb noch sonst was. Mama, du bist schlank genug, dass du dich auch durch einen kleineren Schlitz durchdrängen könntest. Ich wollte nicht in die Kamera laufen. Ach, du kannst immer da reinlaufen. Meine Qualität ändert sich ja nicht. Ich habe gute Qualität oder eben so Mittelmaß. Okay, ich meine, ja. Oh, entschuldigt, das ist so ein Streit zwischen mir und meiner Mutter. Der ewig schwelende Streit. Ich habe eine Insektenphobie. Alle, die mich jetzt schon länger kennen, wissen das. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und ich habe drei Theorien, wo bei uns in der Wohnung die Insekten reinkommen. Die erste Theorie ist durch diese Tür hier. Die zweite Theorie ist durch das Küchenfenster. Und die dritte Theorie ist durch den Kücheneinbauschrank. Genau. Und jetzt kommen wir zu meiner Problematik. Ich bin wirklich schwer, ich bin schwer. Ich möchte an diesem Punkt sagen, ich bin schwer gepeinigt. Es ist nämlich wie folgt. Sie benimmt sich wie der Elefant. Ich weiß nicht, wie es kann es sein, dass jemand so einen riesen Spalt braucht, um sich durch eine Tür durchzubewegen. Diese Tür ist nicht so groß. Wollte ich doch nicht draufdrehen. Ach komm, tritt lieber auf mich, als dass du einen Insekt mit reindringst. Du kannst mich treten wie ein Fußball, wenn dabei keine Insekten reinkommen. Es ist mir egal, ob du es willst oder nicht. Ich will es so. Nun gut. Das hatte ich noch gar nicht. Das ist jetzt. Oh, es ist echt. Ja, und dann eben unser Fenster in der Küche. Das ist so ein. Das ist. Ich sag euch, ich werde jetzt hier ein Thema anschneiden, was dazu führen könnte, dass meine Mutter und ich gleich, sobald die Kamera ausgehen, uns zerfen wie die zwei Rohrputzer. Nein, deswegen erwähne ich es ja. Ja, es ist wie folgt. Das Fenster ist damn im Arsch. Also wir haben da ein Fliegengitter und dieses Fliegengitter, das wölbt sich mehr als mein Hintern nach McDonald's. Dieses Bildnis will ich jetzt irgendwie eigentlich keinem in den Kopf setzen, aber jetzt hat es irgendjemand bestimmt im Kopf. Blöd gelaufen. Da musst du jetzt durch. Ich auch. Ich hab's nämlich jetzt auch im Kopf. Ja, und dieses Gitter, das wälzt sich wirklich so. Und immer wenn es regnet, dann ist da so richtig so wie so ein fetter Bauch kommt dann rein zu uns. Und ich sag ihr, seit Jahren, da ist sogar noch so, und ohne Witz, da ist auch noch so ein riesen Viech, das da in der Ecke rumhockt. Und dieses Viech, das hat anfangs hat's mit den Füßchen, oh Gott, ist das eklig, aber scheiß drauf, hat's immer diese Füßchen, wenn hier das Gitter ist, so durch. Und jetzt letzte Woche ist es, wie scheint, hat es diese Lücke gefunden und ist jetzt so reingegangen. So, das ist jetzt ein Moment, wo ich kein Abendessen mehr essen hätte können. Weil es mir jetzt gerade so schlecht wird bei diesen Gedanken. Und dieses Viech, das kriege ich da jetzt irgendwo rum. Meine Mutter sagt immer, soll ich das wegmachen? Und ich sag euch jetzt schon, das bringt ja nichts, weil es eine Spinne ist und Spinnen wissen, wo sie schon mal reingekommen sind. Und dann kommen sie da wieder rein. Deswegen saugt Spinnen weg. Nur der Staubsauger killt sie, und wenn sie tot sind, die einzig guten Spinnen sind Totenspinnen. Weil nur tote Spinnen kommen nicht mehr wieder. Und meine Mutter sagt immer, ich wäre die einzige Person, die sie kennt, die Spinnen wegsaugt. Mhm. Letzte Woche haben wir diese. Gut. Keine Dinge, wie ich gesagt habe. Gut. Sie behauptet jetzt das Gegenteil. Und ich werde sie jetzt unterstützen in ihrer Behauptung. Und zwar nicht, weil ich irgendwie sie so besonders gerne habe deswegen, sondern schlicht und ergreifend, weil ich weiß, dass sie mir morgen mein Abendessen aufwärmen soll. Und deswegen werde ich jetzt mal ganz, ganz doll meine Füße stillhalten.
meine wunderschönen Füße, die ich gerade in diese schönen Schuhe reinquetsche. Entschuldigung, Sekunde. Dieser Moment, wenn dein Video an Qualität so richtig abnimmt. Du kannst so richtig spüren, wie das Qualitätsstandard vom Video innerhalb von Sekunden abgesackt ist. So, jetzt ist alles wieder gut. Entschuldigung. Ja, egal. Also. Ja, und es ist so eine Sache bei uns. Wir haben den ewigen Streit um die Insekten. Und um die Hitze. Weil ich sag immer, Mami sagt immer, weil wir sagen immer. Meine Mutter ist mehr unten im unteren Stockwerk, wo es kühler ist. Wenn sie dann hochkommt und sich über die Hitze beschwert, wo ich unterm Dach bin, finde ich das immer unfassbar unverschämt ihrerseits. Ich liebe dich, Mutter. Du hast ja gerade gesagt, dass ich dich liebe. Ja, entschuldigt, da ist schon wieder mein Knie, Joe. Ja gut, das war jetzt ein anderes Video als geplant und ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen so ein paar Insider unsere Streitereien erfahren und ja, gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch so ist, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder ein E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns wieder, bis bald, tschüss!